120 Millionen alte Handys, die derzeit nicht in der Recyclingtonne landen. Mein altes Handy landet eigentlich bei mir in der Schublade. Nein, nicht zu Hause liegen lassen, sondern recyceln, sagen die Grünen. Ihre Lösung, das Handypfand. Möglicherweise kann das funktionieren, aber ob das einen Sinn hat, das ist die andere Frage. Max erklärt, was hinter dem Handypfand steckt und wie sinnvoll dieser Vorschlag wirklich ist. Max im GWR Recyclingzentrum in Frankfurt. Wir treffen Pola Jeschkowski. Sie hat Altgeräte und Elektroschrott im Blick. Insgesamt 5000 Tonnen jährlich. Bloß alte Handys sind hier Mangelware. Magere 500 Kilo im Jahr. Warum ist das so? Also es gibt sicherlich Gründe für Privatpersonen, diese Handys nicht wegzuwerfen, weil sie vielleicht auch Sorge haben, dass ihre Daten nicht sicher sind oder dass jemand damit Schindluder treiben könnte. Dann will man ja vielleicht auch noch mal ein Ersatzhandy in der Schublade haben. Mehr als 120 Millionen alter Handys schlummern derzeit in Deutschlands Schubladen. Das entspricht etwa 2,5 Tonnen Gold, 25 Tonnen Silber und 900 Tonnen Kupfer oder geschätzt mehr als 130 Millionen Euro. Gold, Silber, Kupfer, diese und andere Rohstoffe sollen in die Recyclingkette. Besser ist das. Doch unsere Sammelquote ist mies. Die EU schreibt verpflichtende 65% vor. Deutschland kommt nur auf dünne 40%. Heißt, Sammelquote ankurbeln, Recycling erhöhen. Auch deshalb denken die Grünen über ein Handypfand nach. Das Prinzip? Kunden zahlen beim Kauf eines neuen Handys 25 Euro Pfand drauf. Dann, nach 2 Jahren zum Beispiel, sammelt ein Händler das alte Gerät ein und der Kunde erhält 25 Euro zurück. Schließlich gibt der Händler das alte Handy an Wertstoffhof oder Recyclingzentrum weiter. Nachhaltigkeit, Umwelt, ich glaube, das ist eine gute Lösung. Das findet auch Michael Rothkegel vom BUND Hessen. In Handys sind nämlich über 60 verschiedene Rohstoffe enthalten, sagt er. Teilweise giftige wie Cadmium oder Blei. Wir haben schon ein erhebliches Umweltproblem, was durch den Elektroschrott hervorgerufen wird. Und deswegen ist es dringend erforderlich, die Recyclingquoten deutlich zu erhöhen, damit viel weniger von diesem Elektroschrott, der ja zum Teil auch ins Ausland exportiert wird, wo man gar nicht mehr weiß, was damit passiert, dass das reduziert werden kann. Doch pro Jahr wandern bis zu 25 Millionen neuer Smartphones über die hiesige Ladentheke. Tendenz steigend. Kann da ein Pfand die Kauflust drosseln und die Recyclingquote nach oben treiben? Da halte ich jetzt nicht so viel von. Also erstmal ist diese Summe, glaube ich, dann doch so gering, dass man sich nach ein paar Jahren dann eher überlegt, also den Aufwand spare ich mir jetzt. Pola Jeschkowski ist auch skeptisch. Sie blickt dabei besonders auf den Recyclingaufwand, denn der steht in keinem Verhältnis zur Höhe eines Pfands von 25 Euro. Wenn Sie sich all diese Verarbeitungsschritte und die ganze Verwaltung und die ganzen Einsätze von Personal und Fahrzeug und Material und Energie überlegen, also dann kann das, also dieser Betrag ist eigentlich eher ein symbolischer, würde ich sagen. Was aber tun für eine bessere Recyclingquote? Maßnahmen gibt es bereits, doch die kennen die wenigsten Verbraucher, erzählt uns Michael Rothkegel. So sind Händler, ob online oder stationär, verpflichtet, alte Handys zurückzunehmen. Außerdem? Es gibt ja zum Beispiel Handysammelaktionen auch von Vereinen und privaten Initiativen. Die sind auf jeden Fall unterstützenswert. Und es gibt die kommunalen Wertstoffhöfe, wo man seine Elektrogeräte und eben auch Smartphones abgeben kann. Oder sie werden für Recycling-Shops fit gemacht und als Second-Hand-Ware verkauft. Max besucht Neufundland in Frankfurt. General überholte Ware steht hier hoch im Kurs. Nicht nur, weil sie preisgünstig ist, sondern auch, weil der Verkäufer der Recycling-Produkte als Appell verstanden werden darf, sagt uns Filialleiterin Stefanie Jung-Zwerger. Richtig ist natürlich, dass die gesamte Gesellschaft dazu aufgefordert sein muss, gebrauchte Elektrogeräte aufgrund der darin enthaltenen Wertstoffe, die zur Wiederverwendung gelangen müssen, um einfach die Rohstoffe zu schonen, sozusagen, abgeben und der Wiederverwendung auch zuführen sollten. Fazit: Das Handypfand, ein weiterer Ansatz, um die Wiederverwertungsquote anzukurbeln. Viel wichtiger sind aber klare Recyclingregeln für Händler und Hersteller, eine bessere Aufklärung für Verbraucher und insgesamt mehr Achtsamkeit im Alltag beim Thema Müllvermeidung.